Propheten ma'sumina min al-qatl. Obwohl manchen die Sünde haben, die auch viele Gesandten, viele Propheten wurden getötet. Aber Rasulullah sallam, nein. Die haben versucht, ihn zu töten. In Sira steht, mehr als 9 Mal haben die versucht, ihn zu töten, aber die haben nicht geschafft. Allah azza wa jalla hat ihn also geschützt. يقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله schützt dich von den Menschen. سبحان الله. Als das bekommen hat, والله يعصمك من الناس, dann sagte den Sahaba, ihr braucht nicht auf mich aufzupassen. Braucht sie nicht mehr. Bevor er diese Eier bekommen hat, die haben immer das mit Abwechslung gemacht. Kommt einer und der macht eine Wache vor seine Tür. Als er das bekommen hat, Allahu ya'simuka minan nas. Das heißt, ja Rasulallah, Allah wird dich also schützen. Keiner kann dich töten. Und das ist schon auch passiert, subhanallah. Da haben ihm versucht, wie gesagt, zu töten. Da haben ihm auch Gift gegeben. Da hat auch das gegessen und ist nicht gestorben. Die Sahaba, die mit ihm das gegessen haben, die sind gestorben. Aber er nicht. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'asimuka minan nas. Hayyan wa mayyitan. Am Leben und auch am Sterben. Wurde auch gesagt, dass oft haben die Kuffar versucht, sein Grab zu stellen, aber oder zu klauen, da haben wir nicht geschafft. Es gibt mehrere Geschichten, da haben das versucht, aber nicht geschafft. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah wird dich schützen vor den Menschen. Sogar auch, als sie in diese Gift ins Schulter von einem Lahm oder von einem Schaf, von einem Juden, der hat das gemacht. Und die Juden, die wollten einfach nur wissen, obwohl sie wissen genau, dass er ein echter Gesandter ist. Da hat denen gefragt, warum habt ihr das mir gegeben? Da haben ihm gesagt, damit wir wissen, ob du ein richtiger Gesandter bist oder nicht. Wenn du ein richtiger Gesandter bist, dann wirst du nicht sterben. Wenn nicht, dann wirst du sterben. Schau mal, deine Gefährten, die sind alle gestorben, aber du bist nicht gestorben. Das heißt, du bist ein Gesandter. Und trotzdem haben wir nicht an ihn geglaubt. Obwohl das live gesehen haben. والله يعصمك من الناس. وكذلك الله عز وجل يعصمه من الشيطان. عصمة الله من الرسل والأنبياء من الشيطان. Und ihr kennt den Hadith von Rasulullah صلى الله عليه وسلم. يعني ما منكم إلا وله قرينين. قرين من الملائكة وقرين من الجن. عند حديث قرين من الشيطان زوجه رواه مسلم. حتى أنت يا رسول الله حتى أنا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم أو استسلم أين في البيضة. Das heißt, الشيطان hat keine Chance mit einem Gesandten. Nichts. Nicht wie ganz normale Menschen, nicht wie wir. الشيطان sogar, schau mal, wenn Umar al-Khattab رضي الله عنه als Amir al-Mu'minin, beste Sahabi, nach Abu Bakr radiyallahu anhu, Al-Shaytan, er sieht ihn, er nimmt andere weg. Was ist mit Gesandten? Ja? Nächste oder dritte Sache jetzt. Al-Anbiya, die Gesandten, Propheten, tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Ihre Augen schlafen, aber deren Herzen nein. Nicht wie wir, wenn wir schlafen, wir sterben. Aber die nicht. Das heißt, sein Herz ist immer noch wach, aber die Augen sind zu. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء
تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. قال صلى الله عليه وسلم كذلك عن نفسه: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. Mein Auge schlafen, aber mein Herz schläft nicht. Hadith rawahu Ibn Hibban. Nummer 4: Tachyiru al-Anbiya 'ind al-Maut. Das heißt, bevor ein Gesandter oder ein Prophet stirbt, er kommt Malakul Maut. Willst du jetzt sterben oder später? Nicht wie wir. Wenn er sagt, okay, ich will jetzt sterben, dann sofort. Wenn er sagt später, dann später. يعني كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم als Muhammad صلى الله عليه وسلم am Sterben war, seine Frau, unsere Mutter, Aisha radiallahu anha, sein Kopf war auch an ihrem Brust. Und sie hat nur gehört, was er sagt. قال رسول الله hat diese Ayah auch rezitiert. مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مع mit. Und dann, unsere Mutter, sie hat gewusst, dass er mit Malakul Maut redet. Sagte, ich will mit den Propheten und mit Shuhada, mit Siddiqin, mit Salihin sein. Es gibt auch ein Hadith, wo Muhammad sagt, Balir Rafiq al-A'la. Ich will zu Allah Azza wa Jal. Balir Rafiq al-A'la. Als sie auch das gehört hat, قالت علمت أنه يخير بين الموت والحياة. Ich habe gewusst, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit jemand redet und er sagt ihm, Balir Rafiq al-A'la. Ich will sterben. Oder auch der Hadith, der auch im Muslim ist, Geschichte von Musa alaihi salam, als Malakul Maut auch zu ihm kam und sagte ihm, willst du jetzt sterben oder später? Malakul Maut, also hat ihm sogar auch gegeben, Musa alaihi salam hat ihm in seinen Augen geschlagen. Das heißt, es ist auch ein Beweis, dass al-Anbiya wal-Rusul yukhayyaruna 'ind al-Maut. Ob die sterben wollen oder noch am Leben bleiben. Nummer 5. La yuqbaru nabiyun illa haythu yamut. Egal wo eine Gesandte stirbt, dort muss man ihn begraben. Das ist sein Platz. Egal wo. Dort ist sein Platz. Yani kama waqa'a kadhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, als er auch gestorben ist in Wohnung von Aisha radiallahu anha, ist auch jetzt seine Grab. Dort ist sein Grab. In Iqala Rasulullah sallam, lam yuqbar nabiyun illa haythu yamut. Lam yuqbaru nabiyun illa haythu yamut. Aber wir wissen, kein einziger Gesandter und Prophet, wo sein echter Grab ist, außer von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Weil man sieht viele Videos, viele Nachrichten wurden gesagt, dass das Grab von Qabil und von Habil und von Musa und von Isa und so weiter und so fort, wo Isa noch am Leben ist. Subhanallah, und sagen, das ist von Isa alaihi salam, das ist, der hat er reserviert. Wie kann das sein, subhanallah? Aber die Gräber sind 30 Meter zum Beispiel oder so. Wir wissen kein einziges Grab von einem Gesandter oder von einem Prophet, außer von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil es gibt auch ein Hikma. Warum? Damit nicht Leute kommen und machen Schirkiyat, wenn die wissen, dass das Grab von Musa alaihi salam oder dass das Grab von Yusuf alaihi salam. Schau mal, was die Leute mit normalen Menschen machen. Was ist mit Propheten und Gesandten? Da wirst du kein Grab mehr da sehen. Nummer 4 oder Nummer 6. La ta'kulu al-ard ajsadahum. Also, al-ard frisst nicht ihre Körper. Das heißt, ein Gesandter oder ein Prophet wird gleich bleiben in seinem Grab. Warum? لأنهم يصلون في قبورهم. Weil sie in ihre Gräber beten. Das heißt,
Jismum Nabis Laslim, sein Körper, ist genau wie damals, wie er war. Nach also 1400 Jahre ist immer gleiche Körper. Haram Allah Azza wa Jal ala al-Arzi an ta'kula min ajsadi al-Anbiya, kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah haram ala al-Arzi an ta'kula ajsadi al-Anbiya, Hadith rawa Abu Dawud wa Hadith sahih. Und auch wurde auch gesagt, dass eine in Zeit von Umar al-Khattab radiallahu anhu wurde eine Leiche von einem Prophet gefunden, weil er als Gefangene bei den Persern dort war. Und nach, also manche haben gesagt 300 Jahre, aber das kann nie sein, weil zwischen, manche haben gesagt 300 Jahre, weil kann nie sein, weil zwischen Isa alaihi salam und Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es keinen Prophet, kein Gesandter. Das ist ungefähr 600 Jahre. Hauptsache, dass diese Leiche wurde gefunden in einem Bett. Wurde gesagt, dass das von Daniel ist. Das heißt, wenn das von Daniel ist, alaihi salam, dann wurde das vor Isa alaihi salam sein. Okay? Hauptsache, sein Körper ist gleich. Außer paar Haaren wurden geändert oder gewechselt. Und die Leute kamen immer zu ihm, wenn sie Regen wollten. Und da haben sie also neben ihm ein Buch gefunden. Das ist auch ein Beweis für die Leute, die sagen oder sagten, dass das Daniel a.s. war. Und in diesem Buch wurde auf Ebrisch geschrieben. Und Umar al-Khattab hat Ka'b ibn Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu gebracht. Weil Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, der war ein Jude. Und der hat das auf Arabisch übersetzt. Steht drauf über uns, über Muhammad sallallahu alaihi wasallam, über Qiyama, über so viele Sachen, über Zeichen der Stunde und so weiter und so fort. Hauptsache, die haben gesagt, dass das Daniel a.s. ist, vor Isa a.s., aber sein Leiche war genau wie die ist. Letzte ist Al-Anbiya wal-Rusul ahya'un fi quburihim. Die gesandten Propheten sind am Leben in ihre Gräbe. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره حديث رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن الإسراء والمعراج زكت رأيت عند الكثيب الأحمر. الكثيب الأحمر ist ein Platz neben Al-Quds. Und Al-Kathib Al-Ahmar, hier hat uns nicht genau gesagt, wo das ist. Damit nicht Leute kommen und sagen, das ist sein Grab von Musa a.s. Al-Kathib al-Ahmar ist, Al-Kathib ist wie ein Hügel von Sand. Ein Hügel. Obwohl es manche Leute, die sagen, das ist dieser Hügel. Und da haben sogar auch eine, das ist gebaut und sagen, dass das Grab von Musa a.s. Aber schau mal, das Rasulullah hat auch Angst gehabt, dass die Leute Schirk machen in diesem Grab von Musa a.s. Sagt, inda, neben Al-Kathib al-Ahmar. Al-Kathib al-Ahmar, wie gesagt, ein Hügel. Wo das genau ist, Allahu a'lam, wissen wir nicht. Aber das ist in Quds. وقال كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي وعيسى يصلي وإبراهيم يصلي. Und wir wissen genau, dass auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinter ihm, da haben ihm auch gebetet. Da haben auch hinter Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gebetet. Damit gemeint nur, Al-Anbiya wa Rusul sind am Leben in ihre Gräbe. Aber wie das aussieht oder wie das ist, Allahu a'lam, tilka, das ist ein Hayat, ein Leben extra für Gesandten und Propheten. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم أخي